Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Let's Play Together Europa Universalis 4 mit mir, dem General Pilofas, und mit einem Gast, den ich mir eingeladen habe und den der ein oder andere von euch sicherlich auch schon aus Age of Empires kennt, nämlich dem Crashtest. Grüß dich, Crashtest. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Das ist uns eine Freude, dass du dabei sein kannst. Wir haben uns überlegt, wir spielen eine nördliche und eine südliche Macht. Ich spiele die nördliche, nämlich Schweden. Und was spielst du? Ich spiele den Vatikan und möchte so ein bisschen aus Süden das Pendant dazu bilden. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Du verbündest dich am Anfang mit Frankreich, nehme ich an. Ja, das ist in der Tat die gängige Strategie. Gut, dann werde ich schauen, was ich mache. Ich werde natürlich als Schweden, bin ich ein Vasall Dänemarks. Ich bin in einer Personalunion unter Dänemark. Das heißt, das erste Ziel ist es, sich von Dänemark unabhängig zu machen. Dafür brauche ich Unterstützer und ich frage jetzt mal England um Unterstützung. Litauen möchte mich nicht unterstützen. Möchte mich vielleicht sonst jemand unterstützen? Novgorod möchte auch nicht. Moskowi möchte auch nicht. Schottland möchte unter Umständen. Dann werden wir doch mal mit Schottland reden. Bisschen die Relations improven, dann wird das vielleicht was. Ich kann keine Rivalen einstellen, weil ich eben ein Vasall bin. Ich kann als Mission machen, dass ich meine päpstlichen Beziehungen verbessere, was uns ja gelegen kommt. Da kann ich mal meine Beziehungen mit dir verbessern. Ja, da freue ich mich natürlich auch drüber. Und ich werde ein paar Schiffe bauen übers Force Limit. Ordentlich übers Force Limit. Denn die Schiffe sind eine ganz wichtige Sache, wenn man mit Schweden unabhängig werden möchte. Werdet ihr gleich nachher sehen. Gut. Jetzt habe ich noch 20 Dukaten übrig. Da baue ich vielleicht noch eine Infanterie und noch eine. Als Schweden habe ich besonders starke Infanterie und das ist ein Vorteil, den ich natürlich ausspielen muss. So, und ich kann mich mal ins Wärmland stellen, genau. Also, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich jetzt mal die Partie starten. Eine Sekunde noch, ich habe es auch gleich. Okay, es kann losgehen. Gut, dann lege ich los. So, England unterstützt uns schon mal. Wir haben dadurch 100 Liberty Desire. So, sobald wir unabhängig sind, bekommen wir ja einen König und den werde ich dann als General auswählen. Dann spare ich mir die militärische Power. Und du wirst am Anfang Krieg gegen die Provence führen, nehme ich an. Ja, das ist so, ich sag mal, das, was man eigentlich immer versucht zu machen, weil man Provence und Draguignan immer versucht, für sich zu beanspruchen, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, dann viel Erfolg dabei. Kannst ja berichten, wie das läuft. Werde ich auf jeden Fall. Gut, und wir sehen hier, dass hier dänische Rebellen in Gotland sind, die jetzt übersetzen nach Bleking. Wenn die hier in Bleking sind, dann wird die dänische Armee kommen, die vernichten und anschließend das Fort in Gotland zurückerobern wollen. Und wenn wir dann unsere Flotte aufgestockt haben, können wir diese Provinz Gotland über See blockieren, sodass die Armee der Dänen dort feststeckt. Und wir können dann ganz einfach mit unseren Truppen die Forts Dänemarks und Norwegens erobern. So, die Dänen haben auch ein paar Verluste gegen die Rebellen, das ist sehr schön mit anzusehen. Schottland unterstützt uns noch nicht wirklich. Das könnte besser sein. Aber wir sind kurz davor, ihre Unterstützung auch zu erlangen. Wir brauchen sowieso noch ein wenig, denn unsere Schiffe sind erst zur Hälfte gebaut. Mir dauert es auch noch ein bisschen bis zum Krieg, weil ich trotz der Tatsache, dass ich sie exkommunizieren kann, immer gerne mir einen Claim auf Provence mache, einfach weil dann der Core nach dem Krieg deutlich günstiger ist. Du bist auch Kontrolleur der Kurie momentan, ne? Ja, deswegen werde ich sie auch exkommunizieren, kurz bevor ich ihnen den Krieg erkläre. Das klingt vernünftig. Wir sehen jetzt hier die dänischen Truppen, wie sie alle übersetzen nach Gotland, die gesamte dänische Armee. Und es sind nur 12 Schiffe dort vorhanden. Hier sind nochmal 4 und 3, also 7 weitere. Und dann noch die norwegischen Schiffe. Die norwegischen Schiffe werden von der Flotte Englands und Schottlands natürlich stark unter Druck gesetzt werden. Und wir können dann mit unserer Flotte im Baltischen Meer und in der Ostsee abräumen. So, es ist gleich soweit. Und ich denke mal, jetzt bekommen wir auch die Unterstützung Schottlands langsam. Ja, müsste jetzt gleich der Fall sein.
Sobald Opinion about Sweden auf minus 6 statt auf minus 7 ist. Jawohl, Schotten. Unterstützt unsere Unabhängigkeit. Vielen Dank. Man könnte noch einen Admiral bauen, aber ich glaube, wenn mir England hilft, dann haben wir wirklich so eine starke Flotte, dass ich keinen Admiral brauche. So, wir ziehen jetzt unsere Galeeren zusammen, sind jetzt stark über dem Force Limit, dadurch verlieren wir viel Geld. Und deswegen erklären wir dann jetzt auch schon den Krieg. Unabhängigkeitskrieg für Schweden. Let's go. Oh, und mein General ist leider, hat null Schock leider. Das ist nicht so gut. Müssen wir ein bisschen abwarten. Aber dafür hat er zwei Belagerungen und wir werden eben das Fort in Skarne einfach belagern, würde ich sagen. Dann sind wir schneller als die anderen. Haben wir auch was. Und jetzt hat unser Force Limit auch zugenommen von den Schiffen, sodass wir gar nicht über dem Force Limit sind. Was auch nochmal ein starker Vorteil für uns ist. So, Mecklenburg hat nochmal eine starke Flotte, mit der sie uns sicherlich zusetzen könnten. Sie trauen sich aber nicht, weil da 35 englische Schiffe im Skagerrak stehen. Und dann wollen sie auch nicht am Öresund vorbei in die Baltische See stechen. Normalerweise wäre ja auch die Strategie, dass man gleich am Anfang die norwegische Armee ausschaltet. Das mache ich jetzt nicht, weil mein General eben ein schlechter Kämpfer ist, dafür ein viel besserer Belagerer. Deswegen mache ich lieber eine Wettrennenbelagerung, ein Base Race sozusagen mit Norwegen. Und wir haben ganz schlechte Legitimität und Prestige, weil wir eben mit unserem Overlord, mit unserem Herrscher gebrochen haben. Und jetzt seht ihr es, wir müssen uns verteidigen. Die Norweger haben erkannt, dass sie da den Kürzeren ziehen würden, haben jetzt angegriffen, aber wir verteidigen uns wacker. Unsere Infanterie hält die Stellung, wir haben 2,3 Warscore dazu bekommen. Jetzt rennt noch Holstein in einen Selbstmordangriff gegen unsere Truppen. Auch das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Und ich habe gesehen, du hast auch schon Krieg erklärt, nicht wahr? Ja, ja, ich kämpfe gegen die Provence mit Venedig zusammen und bisher läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Und so wie ich die Provence normalerweise bisher erlebt habe, ist es immer so, dass sobald sie einmal exkommuniziert sind und in einen Krieg verwickelt sind, dass dann auf allen Seiten ihnen der Krieg erklärt wird und so ein bisschen alle sich ein Stückchen von der Provence dann holen wollen. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal wieder so sein wird, aber ich denke mal, dass es zumindest möglich ist, weil es bisher häufig so war. Es gibt einige Anwärter auf die Provinzen der Provence. Burgund hätte gerne Barrois sicherlich und vielleicht auch Lorraine und Lothringen und Metz. Ja. Und Frankreich und Brittany hätten sie gerne Maine und Anjou, nehmen sie normalerweise immer gerne. Genau. Ja, deswegen ist Provence immer ein dankbarer Gegner. Ja, absolut. Vor allen Dingen, trotzdem muss man sich eben mit dem Vatikan ein bisschen beeilen am Anfang, dass man eben Provence und Draguignan nicht an jemand anderen verliert. Und ja, also ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe Draguignan bereits besetzt, Provence belagere ich schon und Venedig ist so ein bisschen dabei, in Italien hier rumzutuckern und besetzt schon Metz. Also, und jetzt hat Burgund auch der Provence den Krieg erklärt und möchte gerne Barrois haben. Naja, es war ein bisschen zu erwarten. Ja, aber der Kriegsgrund ist auch Exkommunikation. Also dadurch, dass du die Provence exkommuniziert hast, stürzt sich jetzt jeder drauf, weil das einfach ein sehr guter Kriegsgrund ist. Ja, wenn man nur halb so viel Aggressive Expansion bei seinen Nachbarn bekommt. Und das ist in meinen Augen auch sehr, sehr stark. Gut, dann würde ich sagen, damit wir die Folge nicht zu lang werden lassen, sind wir doch jetzt an einem ganz guten Punkt. Wir haben beide unsere Kriege angefangen. Der Unabhängigkeitskrieg gegen Dänemark sieht gut aus. Dein Krieg gegen die Provence sieht auch gut aus. Und das ist ein schöner Einstieg gewesen in die erste Folge. Wir haben vor, das hier wirklich bis zum Ende, bis 1820 weiterzuspielen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr Zuschauer dabei bleiben würdet. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das Ganze strategisch gestalten sollten. Es muss aber auch klar sein, bei einem Let's Play Together nimmt man auch mal eine Weile zusammen auf. Das bedeutet, wir werden, wenn dann verspätet, auf eure Kommentare reagieren können im Spiel. Gut, ich würde aber sagen, das wäre es von meiner Seite und ja, willst du noch was sagen? Danke fürs Zuschauen und es freut mich, dass ich hier dabei sein darf und es freut mich, dass wir so ein doch sehr, sehr schönes Spiel zusammen spielen. Alles klar, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, euer General Pilofas.